Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in der Türkei wird präsentiert von Sonnenklar TV Reisebüro Lutz Hoffmann, dem offiziellen Dynamo Urlaubspartner. Guten Morgen. Es ist jetzt 7.45 Uhr und wir gehen jetzt zum Frühstück. Für einen Einblick hinter die Kulissen und eine Vorstellung rund um die Abläufe im Trainingslager begleitet Dynamo TV heute SGD-Abwehrspieler Kevin Ehlers. In Tag 3 des Wintertrainingslagers in Belek startet der 21-Jährige beim Frühstück mit der gesamten Mannschaft. Bei reichlich Auswahl am Buffet ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Gebreiter Gartentrainingslager und bleibt gesund, ja? Im Anschluss steht um 9 Uhr eine Besprechung mit dem Trainerteam sowie dem gesamten Kader an. Hier werden Videoaufnahmen aus den letzten Trainingseinheiten analysiert und ausgewertet. Habt ihr noch Fragen dazu? Anschließend geht es für die Jungs weiter zu einer kurzen Aktivierung im Kraftraum. Pünktlich um 9.45 Uhr fahren Ehle und seine Teamkollegen dann mit dem Bus zur ersten von zwei Einheiten auf dem nahegelegenen Trainingsgelände. Hierbei stehen beim Spiel über den gesamten Platz im 11 gegen 11 vor allem mannschaftstaktische Abläufe im Fokus. Ich bin schon platt, muss ich sagen, aber das ist in der Vorbereitung normal, das soll ja auch so sein, da wir auch viel im konditionellen Bereich arbeiten. Deswegen geht es uns da allen ähnlich. Natürlich will ich meine Leistung bringen und vorweggehen als wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Also da will ich noch mehr reinwachsen, sage ich mal. Und allgemein jetzt die Vorbereitung nutzen, um natürlich wieder voll anzugreifen. Gegen 12 Uhr sind Dynamos Drittliga-Profis zurück im Mannschaftshotel. Dort stärkt sich Ehle zusammen mit seinen Kollegen erst einmal beim gemeinsamen Mittagessen. Man wächst noch weiter zusammen, als es sowieso schon der Fall war. Man lernt die anderen noch besser kennen, was, denke ich, auch im weiteren Verlauf der Saison ganz, ganz wichtig ist, um noch mehr ein Team zu werden. Dafür sind die Trainingslager natürlich immer super. Bei der anschließenden Pause können die Spieler individuell zur Ruhe kommen und Kraft tanken. Ich bin mit Claudi im Zimmer, der ist gerade nicht da, ich glaube, der hat Behandlung. Also wir haben es jetzt die letzten beiden Tage so gemacht, dass wir immer auf dem Zimmer gechillt haben, immer ausgeruht, ein bisschen, was weiß ich, mit der Familie geschrieben, sich mal ausgetauscht, aber wirklich ganz entspannt die Kräfte gesammelt. Für Kevin Ehlers geht es nach einer kurzen Pause weiter zu seiner physiotherapeutischen Behandlung, bevor um 15 Uhr auch schon die nächste Besprechung ansteht. Nach demselben Ablauf wie am Vormittag begeben sich die Spieler der Sportgemeinschaft dann zur zweiten Einheit des Tages. Bei Sonnenschein und Temperaturen um 17 Grad lässt Cheftrainer Markus Anfang unter anderem Ecken und Freistöße trainieren. Um 18 Uhr kommt Kevin Ehlers gemeinsam mit seinen Teamkollegen wieder am Hotel an. Und damit ist auch offiziell Feierabend. Ja, es war ein anstrengender Tag heute. Ich denke, wir haben gut gearbeitet. Dann geht es nachher zum Abendessen. Danach, denke ich mal, noch eine entspannte Runde Karten mit den Jungs und heute Abend dann alle zusammen Fußball gucken. Bevor am Donnerstag das erste Testspiel des Wintertrainingslagers ansteht, heißt es nun: stärken, ausruhen und regenerieren.